sind wir wieder aus der Welt von I am a Bread. Nee, nicht I am a Bread, sondern das Bread, was einfach nicht nach da oben will. Deswegen habe ich mir jetzt, glaube ich, hier eingekeilt, aber ich hoffe, es ist nicht ansonsten drastisch aus. So, 3. So, mein halbes Kartoffelsandwich da. Goal! Tor, Tor, Tor! Puff. Jawoll. Jetzt ist es umgefallen. Also, dass das Ameisen waren, hat mich echt schockiert. Und was für ein Spiel gibt's denn schon Ameisen? Hat der Gott wie jeden! Und ich versuche immer noch die Mauer hochzukommen. Und kommst nicht, weil da die Steuerung einfach beschissen ist. Ja, also da war die beim Surgeon Simulator schon ja viel besser. Ich kann da nichts mehr machen. Ich habe hier irgendwie mein Grip, aber kann nichts machen. Das ist doch nicht zu fassen. Schon wehe, du fällst runter. Oder wehe, du fällst in den Ameisen in den Haufen hinein. Nee, ich versuch irgendwie da einen Scheiß gleich hier hochzubekommen, aber es geht nicht. Wir sind so vor Part 150. Ich versuche immer noch das Brot hochzukommen. Bekommen. Jetzt geh hoch. Das Brot ist oben. Das Spiel ist so ein Krampf halt einfach. Weiß es, ich würde gerne mal wissen, habt ihr euch das Spiel dann schon geholt? Wenn ja, wie findet ihr das Spiel? Ah, komm schon, geh durch. Quetsch dich durch. So. Ist da eine Spalte? Ja, aber nur eine kleine. Das wäre so Ironie gewesen, ja, aber ist nur eine kleine. Patsch! Perfect aim. Ich bin das selbstmachende Brot für dich. Aber ich brauche bitte meinen Freiraum. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da reinplatsche?
komm wahrscheinlich eh nicht darum. Nein. Verkackt. Okay, Brot geht ein, wenn's da reinplumpst. Boah, ich hab jetzt so keine Lust mehr drauf, ne? Als erstes Play again. Komm wieder vom Tisch darüber. Dann wieder nach da oben, da drüber und nö. Einfach nö. Also was, ich versuche jetzt einfach mal den Skateboard. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie versuchen, mit dem Skateboard oder das irgendwie so hinzulenken, dass ich direkt da um die Ecke fahre. Challenge accepted. Ah, so weit, so gut. Muss ich da aber noch irgendwie hinbekommen, das ist. Ich hasse das Spiel. Also was hier auf jeden Fall fehlt, sind Checkpoints. Es ist doch zu frustrierend. Ich habe irgendwie eine Stunde gespielt dafür oder so. Um dahin zu kommen und dann plötzlich platsch ins Wasser. Ja, du bist ja tot. Ich bin ja mal einfach vorne. Ey, es geht sogar tatsächlich. Man kann das Ding lenken. Ja, also das wird jetzt hier erstmal gelenkt. Tatsächlich, man kann es lenken. Dead. Boah, ich cheat mich jetzt einfach hier. Also da man da das, man das Skateboard ja benutzen darf. So, jetzt werde ich mich einfach hier richtig schön cheaten, ey. Ich werde einfach das Skateboard benutzen, um mich fortzubewegen. Und gleich nachher lege ich mich wieder aufs Skateboard drauf. Oh, jetzt kommt mir erstmal die richtig krasse Schwierigkeit. Wie will man dann wieder zurück aufs Teller? So, Skateboard Driving Baches. So, und da ist es. Es ist ja Weihnachtszeit, ja? Und ja, also ich bin noch, bin irgendwie noch gar nicht so richtig so in Weihnachtsstimmung. Irgendwie fehlt da noch so etwas. Irgendwie so,
Ja. Bei mir braucht es immer etwas länger, bis Weihnachten angekommen ist. Die ist ja auch zum ersten Mal ohne Adventskalender. Naja, nahezu. Als ohne physischen Adventskalender. Oh ne, ich. Er kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also nicht, weil meine Steuerung nicht Spaß macht, sondern einfach nur Agro macht. Ja. So, jetzt muss ich das einfach noch nachwenden. Und dann versuche ich einfach irgendwie da hochzukommen. Ach, da hinten ist der Toaster. Aber warum mag der Typ eigentlich keinen Dreck? Dreck ist doch super, schmeckt doch gut. Reinigt den Magen. So, ich bin mal gespannt. Weil jetzt gleich habe ich mir nur einen versucht, irgendwie da hochzukommen und es zu toasten. Weil ich glaube nicht, dass ich das Glück habe und es fliegt wieder runter. Also einfach muss man sagen, die Steuerung ist hier auf jeden Fall deutlich schlechter und absolut nicht präzise. Da ist so ungefähr ein Glücksspielchen mit. Aber irgendwie ist es doch witzig, jetzt so ein bisschen so das Gefühl haben zu siegen, indem man hier einfach das Geld gibt, um weiterzukommen. Nein, du bleibst hier drauf, du musst nach vorne fahren, nicht nach hinten. Wir wollen doch Quantensprünge nach vorne machen. Haha, in Wirklichkeit sind Quantensprünge möglichst keine Verbesserung. Was merkt man, das weiß einfach niemand und benutzt es einfach immer und immer wieder. Und deswegen die ganze Zeit so, ja, das war ein Quantensprung in der Automobilforschung. Ja, gibt's jetzt Gumminöppen auf den Reifen? Oder was für eine möglichst kleinste Verbesserung habt ihr gemacht? Ich bin das Brot! Ich lass mich sterben! Ja. Los.
ist doch ein Krampf, das Board zu drehen. Zwei Stunden später, ich habe endlich geschafft, das Board zu drehen. Also ihr werdet hier nicht mehr sehen, als ich versuchen werde, irgendwie das Board in die richtige Richtung zu drehen. Wenn es jetzt tatsächlich schön rumbangen würde und sich das Board nicht mehr dreht, das wäre ja super toll, ne? Ba-ba-ba-ba-ba. Tra-la-la-la-la-la-la. Da sind wir ja erstmal hier so einen schönen, geilen Katzenklo oder so ein Scheiß. Jetzt bleib doch mal ruhig, du Scheißbrot. Jetzt musst du mich nach vorne verlagern. So, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's viel schneller, ey. Haha. Ah, okay, ich hab's mich jetzt geschafft, vor da unten runter zu plumpsen, mit dem Skateboard hier um die Ecke zu sausen. Und jetzt nach da vorne zu fahren. Wo hier etwas ist. Ich weiß nämlich auch was. Ach, ich hätte, wer es von da aus, einfach mal versuchen hätte, da hoch zu climben. Ah, alles schön verdenglichen. Aber wenn ich dir jetzt gleich diesen Wurf einfach mal verkacke, also das Hochbleiben an der Theke da. Dann, ja, dann war's halt mit dem Let's Play. Dann habe ich mich absolut keine Lust mehr, weil es ist so frustrierend. Und das tue ich mir halt weiter nicht an. Dafür hatte ich nämlich schon genug Brick Force. Ich hatte einfach viel zu viel Brick Force. Das ist einfach. So. Es rollt aber einfach wieder weg. Bon. Wieso kann es jetzt nicht stehen bleiben? Lust mehr. Kann man es einfach überspringen oder wenigstens Checkpoints einbauen?
Das macht so keine Lust mehr. Nein, kein Bock mehr. Tschüss.